Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Ja, ich bin auf dem Rückweg von Luisa. Ich habe den Hinweg und so, da habe ich gar nichts aufgenommen. Sind irgendwie nicht dazu gekommen, irgendwas aufzunehmen. Sind nur so ein bisschen gediegen zusammen eine Runde gefahren und so. Mehr nicht. Ich nehme jetzt die Rückfahrt auf. Ja, bin gerade in Warendorf, wenn es jemand kennt. Wenn jemand Warendorf kennt, beziehungsweise aus der Umgebung kommt, ne, sagt Bescheid. Also, wenn ihr die Strecke hier kennt, ich war gerade bei Meckes vorbeigefahren. Hier fahre ich immer lang, wenn ich zu Luisa fahre. Und jetzt hier links. Boah, Mann, ist das voll heute. Richtig nervig. Also richtig voll heute, ne? Gibt's gar nicht. Irgendwie auf der Autobahn war schon die ganze Zeit so voll. Dann gerade, ne? Das Filtern ist dann immer richtig nervig. Dann bringt einem das Filtern auch nicht so. Also es bringt einen schon viel weiter, aber man braucht trotzdem ewig dann. Also ich nehme euch jetzt einfach mal mit auf die Reise, auf den Rückweg. Ein bisschen Filtern ist angesagt. Überall wo geht, ne? Und mal schauen, was so passiert, ne? Würde ich sagen. Wünsche ich euch viel Spaß. Aha, ich hatte ihren Spiegel gerade eingestellt. Wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video, Leute. Nein. Nee, Mädel. Der Spiegel von dem Mercedes, der Spiegel, der da parkt, der war einfach ab. Das Mädel wollte mir die Vorfahrt nehmen. Aber nicht mit mir, mein Freund. So, klein bisschen durchfiltern hier. Zack, 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 zack. Ist das ein... Das Auto wartet. Okay, die Ampel ist rot. Da kann ich gleich wieder vorbei. Das ist auch, freue ich mich irgendwie ein bisschen. Die roten Ampeln haben ja doch ihr Gutes. Dann kann ich mir so ein bisschen ohne großes Risiko. Zack. Auf dem Hinweg wurde ich übrigens angehupt von einem, als ich mich vorgedrängelt habe. Juckt mich nicht. Weil vor allem, was juckt die das, ob ich mich vordränge? Ob so ein Motorrad davor fährt, was dann sofort weg ist quasi, was so gut beschleunigen kann, dass es die nicht stört. Verstehe ich immer nicht. Peace. Schönes Teil. Was war das für eine? Was war das für eine Maschine? Was war das für eine Maschine? Schreibt es in die Kommentare, falls ihr es wisst. Dann gibt es wieder Lehrstunde. Ach so, komm. Ich muss ein bisschen Zeit gut machen. Ein bisschen filtern ist angesagt. Das ist der Vorteil, wenn man keine 125er mehr hat. Man kann einfach überholen, wenn man weiß, man hat genug Power, um da gerade mal vorbeizuziehen. Ja komm, jetzt ist er weg. Jetzt habe ich freie Bahn. Juhu. Aber hier fahre ich nicht so schnell. Hier habe ich keinen Bock. In der Stadt. Speeden in der Stadt. Sagen wir mal 60, 70, das sind noch so Sachen, die man vertretbare Geschwindigkeiten in der Stadt, aber
alles drüber, nee. Sonntags ist hier immer gar nichts los, ne? Freitags, wenn ich zu Luisa hinfahre, da ist hier immer in Sassenberg die Hölle los. Ich bin gerade Sassenberg, falls die es jetzt nicht wissen. Wahrscheinlich 99% kennen Sassenberg noch nicht mal. Aber auf jeden Fall ist hier freitags immer die Hölle los. Und sonntags, da geistern hier nur manchmal so ein paar einzelne Rentner rum, aber mehr auch nicht. Rentner, die kein Zuhause haben oder spazieren gehen wollen. Ich weiß auch nicht, was mit denen ist. Oh, das Beschleunigen macht immer wieder Spaß. So, von Sassenberg weitergefahren, jetzt in Windversmold. Und Windversmold, von da ist es nicht mehr weit. Nach Beckaum. Oh, was steht denn hier Schönes? Hitlers altes Auto. Boah, ich fahre mir aber immer, wenn ich zu Luisa fahre, ich fahre mir die Reifen des Todes eckig. Weil bei der Strecke sind einfach null Kurven irgendwie. So vielleicht auf der ganzen Strecke 4 Kurven, wo man ein bisschen tiefer runter geht. Ey, da sind ein paar 125er Boys. Ey, vielleicht kann ich die spammen. Ey, das wäre doch nice. Spam die Boys, spam die Boys, spam die Boys. Vielleicht kennt mich sogar einer. Mal schauen, mal schauen. Ich glaube, ich muss ihn gleich abbiegen. Oh, der ballert ein bisschen. Ach, ein Mofa. Mofa-Treffen hier. Oh, die müssen weg. Schade. Liegt nicht auf meinem Weg, Boys. Falls der ein oder andere den welche da erkannt hat. Ey, cooles Quad. Moin. Falls der eine oder andere sich da selbst erkannt hat oder einen Kumpel erkannt hat, lasst mich wissen. Ich finde es immer cool, wenn Leute aus der Umgebung kommen. Das ist immer so. Oder wenn ich so zufällig Leute treffe oder Leute mich erkennen oder so. Das ist immer richtig komisches, aber witziges. Also komisches, aber gutes Gefühl. Weil dann sieht man erstmal so. Gut. Ich sag mal, die 27.000, die jetzt da sind, ne, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme. Und ja, das ist dann immer nur so eine Zahl, aber wenn man das dann mal so reell sieht, zum Beispiel bei den Abo-Treffen auf der Tour und so, das ist dann schon krasser, wenn so eine große Gruppe dann da auf einmal steht und dann alle kennen dich und du kennst sie alle nicht so, das ist dann schon cool. Das ist cool, aber ich. Keine Ahnung, ich weiß dann auch nie, was ich sagen soll bei so großen Treffen oder so. Ich bin eigentlich eher so der Typ, der mit sich selbst redet. Alles klar, kann man jetzt auch falsch verstehen. Quadfahrer grüßen mich nicht. Ich habe den gerade zugenickt. Aber Quadfahrer grüßen, nein, irgendwie nicht. Kriegen wir jetzt auch mal grün? Jawohl. Und jetzt auch grün, die Fahrer. Ne, wir haben einen guten Fall da vorne. Der Junge mit dem Fahrrad dachte ich jetzt bestimmt auch so, was? Was will der von mir? Aber so bin ich eben. Der Kreisverkehr ist auch, der Verkehr hier ist auch nice. Schön geschmückt mit Bärchen. Das sind so Bärchen an so Stangen dran, Alter. Keine Ahnung, was das heißen soll, ne? Aber naja, Bärchen mit Stangen eben, ne? Boah, ey. Boah. Kennt ihr das, wenn ihr außerorts fahrt und dann eure Stirn irgendwie mal so oder irgendwo so im Gesicht juckt und dann müsst ihr euch kratzen? Dann hat man immer dieses Risiko, so mach ich jetzt das Visier auf und kratz mich oder mach's nicht, ne? Wenn man das Visier aufmacht und sich kratzt, dann riskiert man es, dass irgend so ein Vieh ins Gesicht ballert und das höllisch wehtut und man eventuell einen ins Auge bekommt, nichts sieht und voll vorm Baum fährt oder so. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich bin ich der Einzige, dem es da so geht, aber ich schieb richtig Paras Zeugs in. Alter, das kann man jetzt auch falsch verstehen. Paras schieben, Zeugs ins Gesicht zu bekommen. Themawechsel. Nee, aber wirklich. Mit so Fliegen ins Gesicht oder so.
ich sag mal, ab 30, 40 Stundenkilometern ist das nicht mehr so angenehm. Filtern! Filtern ist angesagt. Ja. Nee. Nicht. Nicht. So, komm, wird grün, 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 grün. Jawohl. Das hat es auf jeden Fall gebracht, ne? Aber bringen tut das nur, wenn ich jetzt die nächste Ampel auch noch filter. Aber die ist jetzt gerade grün geworden. Also nein. Und hier sehen Sie Burkholzhausen, den Pilz. Alle Burkholzhausener kennen den Pilz. Das ist ein Imbiss. Der sieht aus wie ein Pilz. Pilze, ja. Dieser Vlog ist so dermaßen random, ne? Aber ich weiß nicht. Sonst nehme ich... Ich nehme das oft gar nicht auf, wenn ich zu Luisa fahre. Weil ich denke, das interessiert euch sowieso nicht. Ab und zu nehme ich es auf, beziehungsweise verwerte es. Moin. Wie findet ihr eigentlich solche Art von Videos wie dieses Video jetzt? Keine Ahnung. Wollt ihr sowas lieber haben, bevor ich es einfach lösche? Oder wie findet ihr das so? Weil so ein Video wie das hier jetzt, oft lösche ich die dann einfach. Ich lade es jetzt einfach mal hoch. Weil das ist so oft, dass ich Videos aufnehme und die dann nicht verwerte und einfach lösche. Jedenfalls, ich mache das Video fertig, lade einfach mal hoch und dann entscheidet ihr das einfach. Wie mache ich das am besten? Moin. Wie mache ich das am besten? Soll ich einen Strawpool machen oder so eine Abstimmung? Ich weiß nicht. Entweder, ich weiß nicht, ob das noch geht, Abstimmung und so. So ein Inf... wie heißt das? So diese Info-Dinger da kann man da machen. Da ist jetzt oben rechts eingeblendet. Ich weiß nicht, ob es für Handynutzer auch so ist. Da könnt ihr abstimmen, ob ihr es gut findet oder schlecht findet. Also ja, macht solche Videos oder nein, macht solche Videos nicht. Wenn das nicht geht, dann habe ich, beziehungsweise wenn für die Leute, die mit dem Handy da sind und das da vielleicht nicht geht, habe ich dann einfach noch unten in der Videobeschreibung habe ich einen Link reingepackt, so ein Strawpool nennt sich das, und da könnt ihr dann auch noch abstimmen zusätzlich. Ja gut, ich bin jetzt so weit durch Burkholzhausen durch. Das ist dann auch das Ende vom Video. Wenn ich was rede ich da? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da und eine positive Bewertung, würde ich mich sehr freuen. Oder Kritik ist auch immer willkommen. Schaut auf mein Instagram vorbei. Da poste ich auch mal einiges für die, die mir da noch nicht folgen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut doch rein. Tschüssi. Heute mal wieder ausnahmsweise das Tschüssi richtig gut hinbekommen. Pam, 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 pam. Okay, es waren gerade keine Fehlzündungen dabei. Die Rentner. Lel. Scared Rentners. Okay, jetzt ist aber wirklich Schluss. Tschüss.